Hey du, schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Mein DaVinci Resolve Einsteiger-Schnittkurs ist jetzt endlich online. Wenn du also lernen willst, schnell und effektiv als Cutter zu arbeiten, dann ist dieser Kurs genau das Richtige für dich. In 22 Lektionen und über 2,5 Stunden Videomaterial bekommst du gezeigt, wie du direkt, sicher und selbstständig mit DaVinci Resolve cutten kannst. Check dazu den Link in der Videobeschreibung ab. Ich freue mich jetzt schon gleich auf dich im Kurs und auf dein Feedback. Aber jetzt erstmal viel Spaß mit dem Video. So, jetzt erstmal ein bisschen Storytime zum Start ins neue Jahr. Ist einem Kollegen von mir so oder so ähnlich passiert. Vorsicht! Sie erleben nun eine echte Katastrophensendung. Aber dazu mehr nach dem Intro. Bis gleich. Feuer frei. Ja, damit das Jahr 2021 genauso scheiße weitergeht, wie das Jahr 2020 aufgehört hat. Jetzt erstmal so eine kleine Hiobsbotschaft vielleicht. Nein, also es ist tatsächlich eine wahre Geschichte, wie gesagt. Es ist wirklich so oder so ähnlich passiert. Also ich meine mit so oder so ähnlich. Es ist natürlich wirklich so passiert, aber ich weiß jetzt nicht mehr ganz genau, in welchem Umfang und wie die Zahlen, die ich in dem Video nennen werde, tatsächlich waren. Mir ist es auch persönlich so nicht passiert, sondern eben nur meinem Kollegen. Aber ich wollte euch trotzdem einmal ganz kurz darauf aufmerksam machen, weil es schon ein wichtiges Thema ist und weil man schon vorsichtig sein muss, vor allem im Bereich Musiklizenzen. Und zwar lief das damals folgendermaßen ab, laut meinem Kollege. Er hat einen Imagefilm gedreht für auch eine wohl bekanntere Firma. So, und für diesen Imagefilm, für dieses bekanntere Unternehmen, hat er natürlich eine Musiklizenz geholt. Und die Musiklizenz, die hat er sich damals geholt bei einem Künstler, nicht über irgendeine Plattform, wie eine, die ich letztens vorgestellt habe, beispielsweise Artlist oder so. Da könnt ihr euch das Video auch gerne nochmal hier auschecken. Sondern er hat einfach diesen Künstler gefragt und der Künstler hat gesagt, ja klar, kannst du nehmen, Vertrag aufgesetzt, bla bla bla, alles easy peasy, alles geregelt. Irgendwann, 2 Jahre später oder so, wie gesagt, Zahlen, keine Garantie, dass die stimmen. Alle Zahlen wie immer ohne Gewähr. Auf jeden Fall hat er da ein Schreiben bekommen von dem Unternehmen, das den Imagefilm beauftragt hat, dass die GEMA sich bei dem Unternehmen gemeldet hat, dass der Song bei der GEMA registriert ist. So, jetzt hat der Künstler halt nach ein paar Jahren seinen Song bei der GEMA gemeldet. Und jetzt kam die GEMA zu dem Unternehmen, hat gesagt, hey, ihr habt da dieses Video auf eurer Homepage eingebunden oder wo auch immer, seit so und so vielen Monaten. Das heißt, ihr müsst jetzt rückwirkend die Tantieme dafür zahlen. Ist anscheinend wirklich so passiert. Ich wusste es auch nicht, dass es rückwirkend wohl funktioniert auch. Also die GEMA hat natürlich wahrscheinlich auch nur den Bereich, seit der Song eben dann bei der GEMA registriert wurde, genommen. Man muss halt trotzdem darauf achten, dass die GEMA vielleicht nicht sofort zugeschlagen hat, sondern halt dann erst nach ein paar Monaten. Und dann war eben rückwirkend für die paar Monate, haben die dann hochgerechnet, hey, der hatte da und da so viele Aufrufe für so und so eine große Reichweite, bla 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 bla. Und dann hat sich das irgendwie hochsummiert und ging dann in den vierstelligen Tausenderbereich. Also schon eine etwas größere Summe auf einmal, wo da irgendwelche Rückzahlungen oder Zahlungen für irgendwelche Lizenzen oder was weiß ich was nötig geworden wären. An dem Punkt war das Unternehmen natürlich dann nicht so happy, weil die natürlich da keinen Bock drauf hatten, das zu zahlen, weil ja im Vorfeld schon für eine Musiklizenz auch was gezahlt wurde. Logischerweise, so wie man es halt auch üblicherweise eben so macht. Jetzt hatte mein Kollege den Stress an der Backe, hat nochmal mit dem Musiker geschrieben. Der Musiker hat dann halt gesagt, ja, die Songs sind bei der GEMA gemeldet, bla 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 bla. Es war anscheinend ein riesiges Hickhack. Ende vom Lied war, dass mein Kollege für das Unternehmen eine neue Musik natürlich dann für umsonst rausgesucht hat, den Film nochmal umgeschnitten hat für umsonst auf die neue Musik, um nochmal eine lizenzfreie Musik zu bekommen und zu haben. Sprich, hier ist wirklich sehr, sehr, sehr große Vorsicht geboten. Selbst wenn man da irgendwelche Verträge oder sonst was irgendwie abgeschlossen hat, ist man da nie so richtig tausendprozentig auf der sicheren Seite, habe ich so den Eindruck. Ich glaube, dass es bei so Plattformen wie Artlist und Audio Jungle und wie der ganze Bums halt dann so heißt am Ende, besser ist, beziehungsweise man da sicherer ist, weil es von denen aus schon wieder einen Vertrag gibt, dass die Künstler die Songs, die sie dort auf den Plattformen hochladen, nicht bei irgendeiner Verwertungsgesellschaft anmelden dürfen. Die GEMA ist ja zum Beispiel auch dafür verantwortlich, dass wenn ein Schwede das bei der Verwertungsgesellschaft in Schweden anmeldet, die GEMA da auch im deutschsprachigen Raum interagiert dafür. Aber ich meine zumindest zum Beispiel auf Artlist ist es zum Beispiel eben so geregelt, dass der Künstler die Songs, die er da hochlädt, nie bei einer Verwertungsgesellschaft einreichen darf oder benutzen darf. Dass die immer
copyright-frei bleiben. Dementsprechend hat man, glaube ich, bei so Plattformen einfach eine größere Sicherheit, dass sowas nicht passieren kann. Auf der anderen Seite gibt es beispielsweise bei Audio Jungle auch, deswegen hier auch mit Vorsicht zu genießen, mittlerweile so eine Sparte, die nennt sich, glaube ich, Pro Affiliate oder sowas. Wenn man da den Haken drin lässt, sind genauso Songs auch mit drin, die eben bei einer Verwertungsgesellschaft angemeldet sind. Sprich, da kann man auch Schwierigkeiten bekommen. Deswegen da immer drauf achten, ob es da irgendwelche solche Sachen gibt, wenn man sich irgendwo Musik holt. Wie gesagt, checkt auch gerne dazu nochmal das Video aus, was ich über Artlist gemacht habe. Weil bei Artlist ist man da, denke ich, in meinen Augen auf einer sehr, sehr sicheren Seite. Ja, es ist für solche Sachen, für kleine Unternehmen, für kleine Filmproduktionsfirmen wie mich beispielsweise, auf jeden Fall ein sehr, sehr guter Deal, wenn man da einmalig im Jahr eine Summe zahlt und dann eben unbegrenzt so viel Musik downloaden kann, wie man eben benötigt. Checkt das gerne mal aus, Link ist in der Videobeschreibung. Achtet eben einfach wirklich genau drauf, wo ihr eure Lizenzen herbekommt. Das betrifft sowohl eben die Musik, wie die Story zeigt, aber eben auch Bildlizenzen, sprich bei Bewegtbild und bei Normalbildern. Also nicht einfach bei Google ein Bild runternehmen. Da kann man sofort irgendwie in Schwierigkeiten bekommen. Guckt, dass ihr wirklich immer irgendwo sicher eure Lizenz herholt. Und dann auch die passende Lizenz. Ne? Also wie gesagt, wenn man jetzt bei Shutterstock sich ein Video kauft beispielsweise, gibt es ja verschiedene Lizenzen. Schaut einfach, für was die Produktion ist und was nötig ist. Und schaut da auch drauf, dass ihr beispielsweise nicht irgendwelches redaktionelles Footage benutzt für nicht redaktionelle Filme, weil auch da kann es wieder Schwierigkeiten geben. Achtet wirklich drauf, dass ihr da keinen Fehler macht, weil der Fehler wird immer grundsätzlich zu euch zurückfallen. Und vor dem wollte ich euch einfach nochmal schnell warnen, weil mir diese Story nochmal irgendwann zum Abschluss 2020 so in den Kopf kam. Die ist schon länger her. Deswegen achtet da drauf. Schaut drauf, dass ihr immer auf der sicheren Seite seid. Benutzt die richtigen Plattformen dafür. Sichert euch ab. Thema Absicherung ist vielleicht auch noch so ein Punkt. Bin mir nicht sicher, aber es kann sein, dass eine Betriebsrechtsschutzversicherung oder eine Betriebshaftpflichtversicherung, wie auch immer, eine von den Versicherungen da dafür aufkommen, beziehungsweise man da halt Möglichkeiten hat, nochmal irgendwie dann was dagegen zu unternehmen. Gerade gegen die GEMA glaube ich nicht, dass man einfach so irgendwie mal schnell einen Anwalt nimmt oder so, sondern es wird dann teuer. Wenn man einen Rechtsschutz hat, kann man da vielleicht eher nochmal irgendwie Schritte einleiten und sagen, hey Leute, so läuft's aber nicht oder keine Ahnung, I don't know. Ist auch vielleicht nicht immer der geilste Weg, so einen Weg einschlagen zu wollen und zu müssen. Ist ja bei Versicherungen meistens so. Aber wie gesagt, seid einfach ein bisschen auf der Hut. Wollte ich euch noch kurz auf den Weg geben. Wie gesagt, Start ins neue Jahr. Ich hoffe, ihr seid gut ins neue Jahr reingerutscht und dass es vielleicht besser wird. 2021 wie 2020. Bin guter Dinge. Ich habe nämlich mal wieder Bock, mit meiner Band auf dem Gig zu spielen. Schreibt mir mal in die Kommentare, was ihr machen würdet, wenn die Pandemie jetzt vorbei ist. Auf was ihr mal wieder richtig Bock hättet. Lasst mir gerne ein Abo da, falls ihr in Zukunft kein Video mehr verpassen wollt. Und dann sehen wir uns bestimmt auch beim nächsten Video wieder. Bis dahin, mach's gut, dein Barney. Hau rein. Ciao. Versuchen Sie herauszufinden, ob diese Geschichte wahr ist oder nicht. Oder um mit den Worten des großen Philosophen Yogi Berra zu sprechen, wird dieses Déjà-vu immer wiederkehren?